True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Schießereien auf offener Straße, Tote und Verletzte mitten in der Stadt, wilde Verfolgungsjagden mit Geiselnahmen. Das, was sich im Oktober 1928 in Köln ereignet, ist kaum zu glauben. Gefährliche Verbrecher, die immer wieder entkommen können und immer wieder nach Festnahmen irgendwo versteckte Waffen ziehen. Sie stehen einer scheinbar überforderten Polizei gegenüber. Unglaublich aber war, eines der Fluchtfahrzeuge ist eine Straßenbahn der Linie 12, die von den Gangstern gekapert wird und mit der sie durch eine Polizeisperre brettern. Die Brüder Johann und Heinrich Heidger haben zusammen mit zwei Komplizen bereits eine Blutspur durch das halbe Land gezogen, bevor es in Köln zum spektakulären Showdown kommt. Am Ende werden sogar mehrere Handgranaten in der feinen Villa des Generaldirektors der Colonia-Versicherung gezündet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute erzählen wir Ihnen die unglaubliche Geschichte der Gebrüder Heidger. Doch was unglaublich klingt, ist tatsächlich so passiert. Man mag sich darüber wundern, dass dieser wahre Kriminalfall nicht stärker im Bewusstsein der Stadt geblieben ist, zumal er zu heftigen Debatten über die Befugnisse und die Ausstattung der Polizei geführt hat. 1949 widmete der Spiegel dem Thema einen mehrseitigen Artikel unter der Überschrift »Glanz und Elend der deutschen Kriminalpolizei«. Da geht es auch darum, wie die bitteren Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik nachgewirkt haben, offenbar über die Zeit der Nazi-Diktatur hinaus. Aber vielleicht ist die NS-Zeit auch der Grund dafür, dass heute kaum noch jemand etwas über den Fall weiß. Das, was ab 1933 in Deutschland losbrach, überlagert eben natürlich auch die Erinnerung an die Zeit kurz davor. Also, wir reisen zurück in den Oktober 1928. Ausschnitte aus der Berichterstattung im Ohligser Anzeiger, der kommunistischen Zeitung Der Rote Helfer und dem Kölner Lokalanzeiger, in dessen Zeilen sogar ein bisschen Bewunderung für die Verbrecher mitschwingt. In den Tagen vom 20. bis 25. Oktober hat Köln Dinge erlebt, wie man sie in der werdenden Weltstadt noch nicht in dieser Form erlebt haben dürfte. Drei Schwerverbrecher halten sich seit Tagen, wenn nicht seit Wochen, in Köln auf, ohne entdeckt zu werden. Als man sie entdeckt, erweisen sie sich als drei Menschen von einem ungewöhnlichen Mute der Verzweiflung, zum Teil auch von einer zweifellos hohen Intelligenz, mindestens aber von einer Nervenstärke, die nicht alltäglich ist. Mit dieser Nervenstärke haben sie die Bevölkerung einer Stadt mit über 700.000 Einwohnern in die schwerste nervöse Erregung versetzt. In den vergangenen Monaten konnte man die Versäumnisse der Polizei damit entschuldigen, dass man die Fehler Einzelner nicht verallgemeinern dürfe. Aber die Ereignisse dieser Woche in Köln haben auch diese Theorie über den Haufen gerannt. Was hier versagt hat, waren nicht Einzelpersonen, sondern ein System. Und keine flaue Beschwichtigungsader kann es von der furchtbaren Verantwortung befreien, mit der es sich beladen hat. Es war ein merkwürdiges Bild, das sich da bot. Da waren hunderte Beamte, jeder erfüllt von Mut und Pflichtgefühl, jeder geschult und mit brennendem Eifer es gut zu machen. Und doch brauchten diese hunderte von Beamte eine Woche, um den Verbrecher zu fangen. Und als man das Schlachtfeld übersieht, liegen da zwei Beamte, stumm und bleich in ihrem Blut. Und noch ringt ein halbes Dutzend anderer, darunter ein Zivilist, auf dem Krankenlager mit dem Tode. Wie war das möglich? Der Kampf der Polizei gegen das Verbrechertum nimmt in Deutschland in den letzten Monaten eigenartige Formen an. In der Reihe kriegerischer Polizeitaten war die Kölner Schlacht gegen die Brüder Heidger die Spitzenleistung. Es war eine richtige Schlacht mit Panzerwagen, Maschinengewehren, Scheinwerfern, Handgranaten und Sturmangriff. Allerdings eine etwas einseitige Schlacht. Hunderte gegen zwei und zuletzt nur gegen einen. Für den Ausgang des Bürgerkriegs gegen das Proletariat stellt die Kölner Schlacht keine für die Polizei hoffnungsvolle Prognose. Dieser Sieg bei so viel Aufwand gegen einen Mann. Die Millionenarmee des Proletariats braucht um ihren Sieg nicht bange zu sein. Das letzte Zitat kann man leicht erkennen als ein Ausschnitt aus der kommunistischen Zeitung Der Rote Helfer. Die stand der KPD, also der Kommunistischen Partei Deutschlands, nahe. Und man kann sagen, man muss schon zweimal um die Ecke denken,
um in dem Fall der Brüder Heidke einen Bezug zum Klassenkampf zu finden. Das macht die Linke Zeitung, indem sie unterstellt, dass die Polizei für einen Bürgerkrieg gegen das Proletariat gedrillt werde. Sie sei ein kriegsmäßig ausgebildetes Heer, kann man da lesen. Die meisten Zeitgenossen haben das natürlich völlig anders gesehen, denn die Polizei hat in diesem Fall doch einen äußerst schwachen Eindruck hinterlassen. Wir werden das besprechen. Und das machen wir zusammen mit dem Autor und Journalisten Anselm Weyer. Der war schon mal bei uns zu Gast bei True Crime Köln. Wir haben zusammen die Geschichte eines rheinischen Separatistenführers mit Namen Josef Smets erzählt, der 1923 Opfer eines Attentats wurde. Der Täter wurde später von den Nazis als Held gefeiert. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, sei sie Ihnen wärmstens empfohlen. Staatsbegräbnis für einen Mörder, rheinischer Freiheitskämpfer stirbt nach Attentat, so haben wir sie genannt. Das ist nicht nur ein spannender True Crime-Fall, sondern auch eine Zeitreise in ein nicht so bekanntes Stück der Kölner und rheinischen Geschichte. Damals gab es nämlich tatsächlich die Idee einer unabhängigen Republik Rheinland, die sich vom preußisch dominierten Deutschland trennen könnte. Die Geschichte, die wir heute erzählen, spielt ein paar Jahre später und Anselm Weyer hat aus ihr ein Buch gemacht, wie die ruchlosen Brüder Heidke und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen, lautet der für ein Buch doch ungewöhnlich lange Titel. Diese Blutspur, die dann in Köln endet, beginnt im Ruhrgebiet. Johann und Heinrich Heidke beschließen zusammen mit einem Freund, einen Knappschaftssekretär auszurauben, um an Geld zu kommen. Eine Knappschaft, das ist der Zusammenschluss von Bergleuten, die sich um die soziale Absicherung der Arbeiter kümmert. Der Knappschaftssekretär soll auf dem Weg zur Auszahlung von Geld überfallen werden. Das soll, so war der Plan, ohne Blutvergießen laufen, aber das ging schief, Anselm Weyer. Ja, die Übergabe, die soll in einer Kneipe stattfinden. Und der Knappschaftssekretär wird dann eben auch dann von invaliden Bergleuten begleitet zur Kneipe eben hin, über Felder, ganz idyllisch, sehr schön, an einem warmen Tag eben auch wohl. Und plötzlich fährt eben das Auto vor, die Leute springen raus mit vorgehaltener Waffe. Der Knappschaftssekretär lässt die Tasche mit dem Geld fallen und plötzlich löst sich dann eben doch ein Schuss. Und die vermummten Unbekannten entkommen. Und der Knappschaftssekretär stirbt schon sehr bald an seiner Schussverletzung. Und nachher wird immer wieder gesagt, also in den nachher publizierten Verhören, das sei alles eben ein Versehen gewesen. Aber das war natürlich eben dann der erste Schritt. Wenn man eben einmal einen Mord gemacht hat, dann fällt anscheinend die Hemmschwelle danach noch was zu machen. Die Tat bleibt folgenlos. Es gibt keine Spuren, die zu den Heidkes hätten führen können. Sie kehren in ihren Alltag zurück und gründen ein Transportunternehmen. Also sie planen mit der Beute eine bürgerliche Existenz, kann man das sagen? So scheint es, ja. Die haben eben ein Fuhrunternehmen, die haben sich Autos gekauft. Kurioserweise hat keiner richtig nachgefragt, wo sie plötzlich die Karren her haben. Aber in der damaligen Zeit, wirtschaftlich schwere Zeiten, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und irgendwann ist das Geld fort und sie überlegen sich, wie kommen wir jetzt wieder an Geld? Beim ersten Mal hat es, wie gesagt, geklappt. Niemand hat gedacht, dass die Heidkes sein könnten. Hatten einen tadellosen Ruf, Kirchgänger und so weiter. Alle haben immer gedacht, dass es auf jeden Fall Profis von außerhalb waren, weil es eben so spurenlos abgegangen ist. Und da haben sie gesagt, ja, wenn wir so gut sind, dann können wir das ja nochmal machen und überlegen sich, sie können eine Reichsbank-Nebenstelle in Gladbeck überfallen. Ein besonderer Ort, ne? Denn wir erinnern uns an das Gladbecker Geiseldrama. Auch da ist es ein Bankraub, der dann mit einer blutigen Spur nach Köln führt. Das ist dann 60 Jahre später der Fall. Also eine zufällige Parallele, aber es fällt einem natürlich direkt ein. Also es ist derselbe Ort und es ist auch ein Banküberfall. Ist alles das Gleiche, ist eben auch spektakulär, von den Medien begierig begleitet. Wobei ich denke, dass beim modernen, bei der Geiselnahme, ja, also schon die Medien sich explizit nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das kann man sagen. Genau, also und das war eben das Problem bei den Heidkes nicht so sehr. Aber in der Tat, wie gesagt, die haben die Bank überfallen, auch
diesmal auch. Zwar haben sie Schüsse gelöst, haben sie geschossen, aber ist keiner dabei verletzt worden. Sie können mit der Beute abdampfen. Man merkt allerdings, dass es so tolle Profis nicht sein können, weil sie zwar mit viel Geld abhauen, aber das meiste Geld da lassen, weil sie einfach übersehen haben, schlechte Vorbereitung. Und nicht nur das, sie fahren eben mit offenem Verdeck, mit Vollgas die Landstraße entlang und ein Windstoß nimmt einem der Heidka-Brüder den Hut vom Kopf. Und damals war es eben so, dass eben nicht nur die Hüte von der Stange gekauft werden, Anzüge, sonst was, kommt ja eben erst mit Tietz und was, dass man Sachen so von der Stange kauft, sondern es waren meistens irgendwie Maßanfertigungen, die man in kleinen Geschäften gemacht hat. Die haben dann ein Geschäftsbuch und haben auch meistens eben so eine Art von Stempel in ihren Waren. Das heißt, man konnte diesen Huch zurückverfolgen und irgendwann fiel dann erstmals der Name Heidka. Man hätte sie also verhaften können, also man konnte über das Geschäft rauskriegen, wer den Hut gekauft hat, und aber dieser erste Versuch einer Verhaftung scheitert und es wird das erste Desaster für die Polizei, kann man sagen. Die Heidkas hatten wohl langsam mitbekommen, dass ihnen jemand auf der Spur sein könnte. Einen Komplizen, die eigene Mutter, wurde schon hellhörig. Hat einen Radiobericht gehört und gesagt, Mensch, na Karl, das bist doch du. Warst du das? Sag was. Hat dann nichts gesagt, hat sich dann irgendwie mit den Heidkas getroffen und die haben gesagt, weißt du was, wir schlafen jetzt eben erstmal in einer anderen Wohnung und guck mal, wie es dann morgen weitergeht. Und die Polizei ist dann in der Zeit zur Heidka-Wohnung gefahren, hat sie da nicht gefunden, aber ihre Cousins. Und hat dann gefragt, ja hier, wenn ihr hier schlaft, was machen denn die Heidkas? Und da ist eben ein einzelner Polizist rübergegangen und wollte mal schauen, was dann eben in der Wohnung der Cousins ist. Und zu seinem Unglück waren dann eben die Heidkas da, die ihn dann niedergeschossen haben. Und unnötig, wie gesagt, schlecht vorbereitet, hätte einfach Kollegen mitnehmen können. Und dann beginnt von den Heidkas die große Flucht. Also wir haben eben das Motiv, das Western-Motiv, der Überfall auf den Geldboten. Wir haben das Western-Motiv des Banküberfalls. Und jetzt haben wir das Motiv der endlosen Flucht. Über einige Stationen, über Frankfurt und München, geht es dann eben in die Berge. Normalerweise sind es die Rocky Mountains, diesmal sind es eben die Alpen. Und da verziehen sie sich in ein Feriengebiet, ein bayerisches. Aber, weil es wie gesagt auch mal wieder weiter geht wie ein Western, geraten sie auch da in eine Wirtshausschlägerei. Ne, dass es da im Saloon hoch hergeht, das muss natürlich auch sein. Da waren wohl also mehrere gegen die beiden Heidkas und ihren Hauptkomplizen, den Karl Lindemann. Stühle werden natürlich auch auf Köpfen zerschlagen, wie das im Western wie gesagt sein muss. Und der Lindemann, der haut seinem Gegner ein Messer in den Rücken. Und irgendwann rückt die Polizei an. Die Heidkas und Lindemann sind natürlich polizeilich gesucht. Von den beiden Heidkas hat man keine Fotos, aber von Lindemann hat man auch ein Foto gefunden. Das müssen wir vielleicht nochmal sagen, das ist der Komplize bei dem Knappschaftsüberfall. Genau. Der heißt Lindemann und dann gibt es den Komplizen Willi Hübsche, der einsteigt beim Gladbeck-Überfall. Nur, dass wir die Namen mal genannt haben. Genau, also wir haben eben die beiden Heidkas. Das hätte ich mir anders gewünscht. Die heißen Hans und Heinz. Das ist natürlich irgendwie schwierig im Buch, immer, dass man das nicht verwechselt. Aber die heißen nun mal so, kann man sich nicht ändern. Und das erste große Ding haben sie eben mit Karl Lindemann als Komplizen gemacht. Und ein weiterer, der Willi Hübsche, ist hinzugekommen beim Überfall auf die Reichsbank-Nebenstelle. Aber Willi Hübsche, der hat sich vorher für einen anderen Weg entschieden, der wollte eben nicht fliehen und wird vorher festgenommen, ist dann deswegen, verabschiedet sich erstmal für die Hälfte des Buches, bis er dann wieder auftaucht. Zurück zur Kneipenschlägerei, das ist spektakulär, weil die Polizei greift ein, also wieder gibt es einen Kontakt, aber auch da, ja, kommen sie frei. Genau, sie werden dann irgendwie bei dieser Wirtshausschlägerei in Murnau am Staffelsee festgenommen, werden festgehalten, werden befragt. Sie haben sich eine falsche Identität angenommen. Unter falschem Namen sind sie da, haben aber natürlich keine Papiere und müssen sich jetzt eben rechtfertigen, unter anderem, dass sie eben einem Kaufmann ein Messer in den Rücken gebohrt haben. Und dann werden sie haben auch noch viel Geld in der Tasche. Ne? Und also haben auch das müsste verdächtig sein. Extrem viel Geld in der Tasche. Kein Mensch weiß richtig, woher die kommen. Die haben auch schon etwas länger Urlaub gemacht. Also die Wurzelschlägerei war nicht am ersten Tag.
Und die Polizei fragt interessiert nach und sagt dann irgendwann, ach ja, ja, der Mensch, der die Messerverletzung bekommen hat, der wird überleben. Das heißt, wir können sie nicht festhalten und sie kommen frei. Das heißt also, die Polizei hatte alle drei in Gewahrsam in Bayern, aber hat sie eben wieder freigelassen. Und das war eben auch so ein Aha-Erlebnis natürlich eben auch für die Heidkast. Die haben gedacht, ach, wenn uns das nochmal passiert, da möchten wir am liebsten Papiere haben. Und dann kommt eben das nächste Motiv, die man in einem Western haben muss, der Einbruch. Und die beiden Heidkast überlegen, zusammen mit Lindemann, am besten kommen sie an Papiere, an gute Papiere, wenn die Papiere echt sind. Und wo kriegen sie die her? Die überlegen sich, sie brechen ein ins Münchner Polizeipräsidium. Und am 28. August 1928 kommt eben Polizei irgendwann morgens an, ich glaube am Tag danach eben, am 29. müsste das dann gewesen sein, kommt die Polizei hin und findet eben, dass das im Passbüro ein Einbruch da war, dass ein paar Stempel fehlen, ja, Unterlagen, halb ausgefüllte und ganz ausgefüllte Pässe. Das waren die Heidkast, die gekommen sind und wieder ins Nichts verschwinden. Also muss man sich vorstellen, die werden verhaftet, kommen frei und das Nächste, was sie tun, ist, bei denen einzubrechen, die sie verhaftet haben. Man muss bei solchen Geschichten ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht vor lauter Staunen und Respekt für diese Dreistigkeit vergisst, dass man es mit Mördern zu tun hat, denn es gibt ja schon Tote. Und vielleicht müssen wir, bevor wir über das unglaubliche Finale dieser Jagd sprechen, auch nochmal darüber reden, was wir so wissen über die Vorgeschichte. Wie kann ein Mensch zu einem Gewaltverbrecher werden? Das ist ja immer so die spannende Frage, die man sich eigentlich bei jedem Fall stellt. Was wissen wir denn über die Gebrüder Heidka? Gibt es irgendwas, was erklärt, dass sie diese Laufbahn einschlagen? Es gibt nichts, was das vorbereiten und erklären würde. Die Brüder Heidka, die werden eine arme Arbeiterfamilie hineingeboren. Der Vater ist Bergmann. Und er stirbt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Mutter heiratet bald wieder und der Stiefvater, mit dem sie wohl auch sehr, sehr gut ausgekommen sind, ist auch wieder Bergmann. Und sie wohnen in einer Bergmannssiedlung in Essen. Man kann eben das Milieu, das wissen wir eben natürlich, und wir wissen eben, dass sie eigentlich sehr schön kleinbürgerliches Zimmer zusammen hatten mit Chaiselong, dass Dostojewskis die Dämonen auf dem Nachttisch lagen, dass der ältere Bruder, der Hans Heidka, selbst Gedichte und kleinere Sachen geschrieben hat, also nicht dumm, durchaus interessiert. Wir wissen, dass beide in der Schule sehr gut gewesen sein sollen, aber dass nach einer gewissen Zeit es eben nicht vorgesehen war, dass Arbeiterkinder, so klug sie auch gewesen sein mögen, aufs Gymnasium gehen. Das war einfach nicht vorgesehen. Das heißt, auch da wieder eben eine gewisse Art von Perspektivlosigkeit. Sind eben mit guten Noten, intelligent und was alles, sind sie eben in die Arbeitslosigkeit entlassen worden. Während das bei anderen natürlich, anderen Bevölkerungsschichten mit klugen Kindern nicht so der Fall war. Die Mutter war wohl sehr gläubige Katholikin. Und die Söhne müssen immer jeden Sonntag in der Kirche gesessen haben. Adrett, schön, waren überall beliebt. Und als es dann hieß, ja, die haben da jemanden umgebracht, auch noch gerade einen Knappschaftssekretär. Also es ist ja nicht so, also das war ja eigentlich ein Angriff auf die Arbeiterschaft selbst. Das war eben nicht, dass man sagt, oh, jetzt holen wir uns das Geld von den großen Banken wieder oder sonst was. Und das war eigentlich ein Angriff auf die eigenen Gelder, das selbstorganisierte Geld zur sozialen Absicherung der Arbeiterschaft selbst. Und das konnte wohl ihr direktes Umfeld gar nicht glauben. Die Heidkas waren keine Rächer der Enterbten oder Kämpfer für die Entrechteten. Da sollten keine Missverständnisse aufkommen. Wir haben es da mit ziemlich skrupellosen Verbrechern zu tun, die es schließlich nach Köln verschlägt. Überfälle im Ruhrgebiet, eine Festnahme am Staffelsee, die Flucht durchs halbe Land. Da muss man natürlich erstmal klären, was verschlägt die denn eigentlich ausgerechnet nach Köln? Also sie wollten wohl vorher aus reiner Sehnsucht dann zurück ins Ruhrgebiet auch, aber hatten dann irgendwie haben doch kalte Füße bekommen. Aber was sie wohl brauchten, waren neue finanzielle Mittel. Also die haben sich am Staffelsee als industriellen Söhne ausgegeben und haben auch dementsprechend auf
großem Fuß gelebt, mit Ausflügen, mit also adrett gekleidet wohl aufs Beste, schöne Unterkünfte, Frauengeschichten und so weiter und so weiter. Also wir haben sehr gut gelebt und auch sehr viel Geld durchgebracht. Und die brauchten Nachschub, hatten nämlich alles bei sich, sondern hatten wohl ein Versteck im Ruhrgebiet, in Essen. Nee, und haben sich das eben das Geld geholt. Und Köln war natürlich eben eine große Metropole. Ist natürlich für Leute, die untertauchen möchten, sehr praktisch. Außerdem wollten sie nicht nur untertauchen, sondern sie wollten auch eine Art von kulturellem Leben genießen. Es gab dann eine wunderbare Geburtstagsfeier zum Geburtstag von Hindenburg mit Feuerwehr, ganz toll, ganz viele Kinos, man hat eben nachher eben ganz viele Kinokarten bei sich entdeckt, Straßenbahnkarten, Ringelnatz war gerade in Köln, ist aufgetreten, hier da in der Friesenstraße. Das heißt, es war eine pulsierende Metropole, waren junge dem Vergnügen nicht abgetane junge Menschen. Und die wollten das Geld eben auch wirklich gut durchbringen, wollten ein schönes Leben führen. Da haben sie sich dann für Köln entschieden. Den Vermieter ihrer Wohnung haben sie gleich am Bahnhof angetroffen, als sie da ankamen. Sie haben dann im Agnesviertel gelebt, in einer Wohnung, erstmal ganz unbemerkt und haben dieses Leben geführt, was Sie gerade beschrieben haben, aber dann schöpft der Vermieter doch Verdacht. Ja, es ist so, sie sind eben einige Zeit hier. Sind mit dem Vermieter, haben sich dann auch ein bisschen, ja, sind Kumpanen geworden, haben ein bisschen was zusammen auch getrunken und haben sich nicht unbedingt unauffällig verhalten. Also es wird unter anderem erzählt, dass einer von ihnen ins Dienstmädchenzimmer einer Wohnung drunter geklettert ist und dass das Dienstmädchen belästigt hat. Also wie gesagt, haben sich nicht sehr unauffällig verhalten. Und dann hat aber irgendwann der Vermieter eine Zeitungsanzeige gelesen, wo nochmal der Steckbrief drin war von den gesuchten Brüdern Heidgern. Und hat gesagt, ja, die Vornamen haben gestimmt. Also wenn sie sich falsche Namen gegeben haben, haben sie meistens einen Vornamen festgehalten. Das soll wohl so üblich sein, habe ich mir sagen lassen. Ich bin bis jetzt noch nicht, habe meinen Namen noch nicht so oft gewechselt. Aber das ist wohl so, wenn man den Vornamen ruft und man sich oder beim falschen Vornamen umdreht, dann erweckt das wohl immer Argwohn. Das haben sie wohl auch gesagt und haben dann teilweise erschreckend schlechte Nachnamensabkürzungen auch nur genommen. Aber es hat ja bis dahin einige Monate funktioniert. Aber der Vermieter, ein Postbeamter, der hat irgendwann einen Verdacht geschöpft und ist dann mit seinem Verdacht zur Polizei gegangen. Es wirkt ein bisschen so, als wenn Sie den Vermieter nicht so richtig ernst genommen haben. Vielleicht hat es Hinweise gegeben aus der Bevölkerung, so viele, dass man irgendwann gedacht hat, da ist eh nichts dran. Aber Sie schicken ja kein Großaufgebot ins Agnesviertel, um die 3 Flüchtlingen zu überprüfen oder festzunehmen, sondern es sind nur 4 Kriminalbeamte, 2 Oberlandjäger, die sich zur Ausbildung in Köln befinden, sind dabei und die gehen dann zu dieser Wohnung und sind völlig überfordert. Oder? Ja, es fängt ja sogar schon früher an. Also der Vermieter hat erstmal gedacht, weißt du was, hier, ich gehe ihm runter, Reichensberger Platz, der Justizpalast am Reichensberger Platz, der ist nur um die Ecke und hinten war eben eine Polizeiwache. Und ist da hingegangen und da haben die Leute gesagt, ach, da sind wir nicht für zuständig. Und da musste eben vom Reichensberger Platz runterfahren bis zum Weidenbach, also bei St. Pantaleon. Ist er wieder vorstellig geworden und da hatten die gesagt, der Mensch, der dafür da ist, der kommt erst um, was weiß ich, 10 Uhr, also das steht im Buch drin, habe ich jetzt nicht mehr parat. Und da musste eben auch dann wieder warten. Das heißt, die haben ihm erstmal, also zweimal vertröstet, bis überhaupt das erstmal wirklich angehört worden ist. Und dann hat eben der Mensch gesagt, ja, okay, es könnte was sein, wir schicken Leute. Aber es ist wohl so, es ist eben eine Belohnung auf sie ausgesetzt worden. Und es gab in den letzten Monaten wohl sehr viele, die gedacht haben, oh, mit sachdienlichen Hinweisen könnten sie dann irgendwie Geld verdienen oder Aufmerksamkeit bekommen. Und die waren da wohl zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen, ja, abgehärtet, ne, etwas desensibilisiert auf das, was sein könnte. Also sie haben das völlig unterschätzt. Ne? Völlig unterschätzt, haben, wie gesagt, irgendwie in der Tat einen versierten Polizisten geschickt, einen Helfer, der so mittelversiert war, und also nicht so richtig, und
nicht nur das, die mussten auch wiederum selbst mit der Straßenbahn dahin fahren. Also die damalige Kölner Polizei, die hatte eben nicht genug Autos, dass man nicht sagen konnte, okay, hier, da geht man hin, schaut man nach dem Rechten und wenn da was ist, dann könnte sie auch mit dem Auto zurückschicken. Die mussten in die Straßenbahn steigen und dann eben hier vom Pantaleonsviertel bis nach Norden eben dann zum Reichensberger Platz fahren und da gucken. Dann wollten sie eben nicht sofort da reinplatzen, wollten erstmal gucken, weil man nicht wusste, ob die dann vielleicht einen Hinterhalt haben, haben sich dann auf die Lauer gelegt und gewartet, bis sie aufstehen. Das sind natürlich junge Kriminelle, Betonung auf junge, das heißt, sie haben sich eben erstmal Zeit gelassen und dann wurde es eben langweiliger und langweiliger und dann kommen sie irgendwann die Treppe runter, merken, dass ein Hinterhalt ist und schießen dann irgendwie sofort und die Polizisten wissen eigentlich gar nicht, wie ihnen es richtig geschieht. Es kommt eben zu einem Schusswechsel innerhalb der Wohnung. Der Karl Lindemann, also der Komplize, der flieht wieder zurück ins Zimmer, verbarrikadiert sich da so ein bisschen, also macht die Türen zu. Die beiden anderen, der eine wird angeschossen und der andere, die werden eben festgenommen und runtergebracht. So, und weil ja eben der Lindemann noch oben im Haus ist und die noch nicht haben, sagen sie, okay, dann lassen wir die beiden Polizisten erstmal da und haben dann eben zwei andere Polizisten, die dann eben mit den beiden Schwerverbrechern auf der Straße stehen. So, was machen? Man könnte jetzt irgendwo anrufen oder sonst was, das wäre immerhin etwas, aber die denken sich, nee. Und die gehen auch nicht einfach nur zur nächsten Polizeiwache, was sie auch machen könnten, sondern die denken sich, die ideale Idee dafür, dass diese Situation zu lösen ist, ist, wenn wir jetzt einen Privatwagen anhalten und die beiden notdürftig gefesselten Heidgas mit dem Privatauto zum Weidenbach bringen. Also es gibt kein Polizeiauto, es gibt keinen Gefangenentransport, die haben nichts und halten jemanden an und sagen, guter Mann, fahren Sie mal uns beide mit den beiden Verbrechern zum Weidenbach. Genau, der wusste eben auch nicht genau, was da los ist, hat irgendwie geguckt, die Polizisten kennen sich auch nicht so richtig im Auto aus und was die Polizisten auch nicht gemacht haben im Eifer des Gefechtes, die haben die beiden nicht so richtig durchsucht. Also sie scheinen entwaffnet, sind es aber gar nicht. Die haben so ein, also keine Handschellen richtig an, sondern mehr so Fesseln eben so ein bisschen. Und die gucken sich immer an, manchmal werfen sie anscheinend Blicke zu. Der eine hat eben noch einen Revolver im Schuh versteckt. Das ist was Schönes, wenn man True Crime macht, wenn man sich das ausdenken würde, solche Sachen, wird einem das keiner glauben. Aber es ist eben so, wir haben jetzt eben einen Fahrer, einen Zivilisten, zwei Polizisten, davon sitzt einer vorne, das heißt eben auch quasi ein bisschen bewegungsunfähig. Und der zweite Polizist hinten auf dem Rücksitz mit zwei Verbrechern. So. Und einer von denen zieht plötzlich eine Waffe und erschießt den Diensthabenden, den obersten Polizisten, der bei der Sache dabei war. Vollmer heißt er. Der Mensch, der den Wagen lenkt, der springt natürlich sofort aus dem Auto, weil er mit der Situation gar nicht klarkommt. Und die beiden verbliebenen Heidgas, die liefern sich dann eben ein Gefecht im Auto, auf engstem Raum, um die Waffen. Also der Vollmer hatte eine Waffe dabei gehabt, die wollen sie natürlich haben, die haben selbst eine Waffe, der andere auch. Der eine hält die Hand vom anderen fest, Schüsse fallen, einige streifen etwas, andere gehen irgendwie ganz vorbei, aber und irgendwann sagen die Heidgas, okay, jetzt reicht's, wir rennen jetzt einfach raus. Der Wagen steht irgendwo, eine Fensterscheibe ist im Zersplitter, sonst was, die springen aus dem Auto raus und lassen den Polizisten zurück. Und den zweiten Polizisten, der liegt da in seinem eigenen Blut und ist gestorben. Und der andere ist angeschossen, das muss man, glaube ich, sagen. Der andere ist verletzt. Angeschossen. Wie gesagt, einer der Heidgas ist ihm auch auf jeden Fall angeschossen und der Polizist auch, der Schmitz. Also die beiden Verbrecher, die beiden Heidgas springen aus dem Auto, rennen weg, rennen eben hier die Rieler Straße hoch. Und der Polizist hinterher, der Angeschossene. So, und er sieht einen, rennt eben hinter denen her, kommt immer näher, irgendwann schnappt er an sich. Beide kommen zusammen zu Fall und der Polizist schlägt auf den älteren Heidgar ein und möchte ihn festnehmen. Wieder denkt man, oha, er freut sich, hat jetzt endlich die Macht über die Situation gewonnen. Aber das Schicksal kommt wieder dazu, weil die Bevölkerung hat nur was gesehen. Die hat ein Privatauto gesehen, also ist kein Polizeiauto gewesen, einfach ein normales Auto. Da kommen Schüsse her, eine Scheibe zersplittert, sonst was. Zwei Leute rennen da raus, rennen weg, einer offensichtlich auch angeschossen und ein zweiter rennt hinter denen her. Und der zweite, der holt einen ein, bringt ihn zu Fall und verdrischt den, aber mal ganz, ganz flott. Und die denken natürlich, die wissen ja nicht, ob das ein Polizist ist, alle tragen zivil.
was ist das denn? Und irgendwann greift da eine Menschenmenge ein und sagt, jetzt reicht's aber, reißt den Polizisten vom gerade, ja festgenommen kann man so nicht sagen, aber ne, also in sichergestellten Halt gar runter. Der jüngere Bruder währenddessen sieht, ne, dein älterer Bruder ist geschnappt worden, wird gerade vermöbelt, aber da ist irgendwas und denkt sich, ich habe zwar keine Pistole, aber der tote Polizist im Auto, der hatte doch eine. Rennt zurück zum Auto und in der Tat, da liegt die Pistole, schnappt sich die Pistole, geht eben dahin, wo die Menschenmenge gerade mit dem Polizisten, ne, aushandelt, was eigentlich gerade die Situation ist, wer jetzt gut, wer böse, wer sonst was ist, und fängt an zu schießen. Und plötzlich erlahmt die Bereitschaft, sich da irgendwie bürgerlich zu engagieren in der Menschenmenge. Es werden auch Leute getroffen, nicht tödlich, aber auch dann eben verwundet. Und die Heidgas sind wieder frei. Sie schießen den Polizisten nieder. Spoiler Alert, er wird durchkommen, schwer verletzt, aber er wird durchkommen. Kidnappen wieder ein Auto und sind weg. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum schießt der Polizist nicht auf die Schwerverbrecher? Sie bemühen ja immer gerne das Bild vom Westernfilm. Da hätte der Marschall oder der Sheriff nach so einer Vorgeschichte nicht gezögert, auch von der Waffe Gebrauch zu machen. Man muss wissen, die Regeln für die Polizei in den 20er Jahren waren sehr restriktiv, sehr streng. Und das, obwohl es eine große Menge an Waffen in der Bevölkerung gab. Nach dem Ersten Weltkrieg sind viele Waffen nicht abgegeben worden, ein großes Problem in der Weimarer Republik. Und trotzdem gibt's diese strengen Regeln für die Polizisten zum Schusswaffengebrauch. Ein Polizist darf nur in Notwehr schießen, also nur dann, wenn er selbst in Lebensgefahr ist. Genau, also da zu dem Zeitpunkt, da durften sie eben wirklich nur aus eigener Notwehr handeln und das ist auch dann in früheren Rechtsprechungen sehr eng ausgelegt worden. Und unter anderem auch dann eben in Reaktion auf Polizeigewalt, die es ja auch dann gegeben hat und Freikorps und solche Sachen. Die Heidgas sind erstmal weg. Mittlerweile ist ein Großaufgebot der Polizei unterwegs. Die ganze Stadt sucht die Mörder und die machen gar keine Anstalten, Köln zu verlassen. Und so werden sie wieder auf der Straße entdeckt. Die Verfolgungsjagd geht also weiter und jetzt wird es richtig abgefahren, die Heidgas kapern eine Straßenbahn. Auch das, ne, der Eisenbahnraub gehört ja auch dazu. Also ist in der Tat so, nachdem das eben passiert ist, wird die Streit abgeriegelt. Es wird eben noch herausgefunden, dass sie sich wohl ärztliche Hilfe gesucht haben. Es gab eine ernsthafte Verletzung und da hat sich dann eben ärztliche Hilfe gesucht. Und damals gab es auch keine Massenmedien, die so schnell drauf waren. Das heißt, er hat sich von einem Arzt behandeln lassen und der wusste eben nicht, was da eben in einem anderen Teil von Köln los war. Die waren dann eben dann in Sülz und was weiß man in Sülz, was in Magnusviertel los ist. Man weiß nicht so genau, wo sie sich da aufgehalten haben. Es gibt da Gerüchte, dass sie dann vielleicht in Schrebergärten waren, aber irgendwann tauchen wieder auf. Sie versuchen, ein festgeschlossenes Motorrad zu kapern, zu kidnappen, also zu rauben. Werden aber diesmal gefunden. Es gibt eine große Aufmerksamkeit. Außerdem gibt es da das größte Polizeiaufgebot der bisherigen deutschen Geschichte wohl in Köln, um ganz Köln abzuriegeln und so weiter, weil die Kölner Polizei und die Polizei generell natürlich bis jetzt da nicht so richtig gut bei weggekommen ist. Also dass die da in München eingebrochen sind und bei der Wirtshausschlägerei unerkannt weggekommen sind, das wusste man auch gar nicht. Also wie peinlich die ganze Angelegenheit gewesen ist, aber dass sie eben ja da jetzt entkommen sind aus der Kölner Innenstadt, das war natürlich schon eine peinliche Angelegenheit. Es gibt wieder Schießereien, es gibt auch Menschen, die schwer verwundet werden und auch dann teilweise später sterben an ihren Wunden. Und irgendwann sind sie eben in der Rieler Straße von beiden Seiten eingekesselt. Und da sehen sie gerade eben, wie die Straßenbahn 16 Richtung Flora und Zoo vorbeikommt. Und die schwingen sich in die Straßenbahn, also müssen sich nicht schwingen, war an einer Haltestelle. Der eine schafft es eben und scheint eben diese Bahn zu fahren. Alle Passagiere werden rausgeschmissen und der Fahrer auch. Die machen eben das Licht im Wagen aus. Es ist Abend zu dem Zeitpunkt. Das heißt eben eine dunkle Straßenbahn brettert dann eben Richtung Norden, Rieler Straße hoch.
Und die feuern eben natürlich raus, die Polizisten feuern zurück. Also ein Bruder steht hinten auf dem Trittbrett. Ja, ja, ein Bruder. Und feuert von der Straßenbahn auf die Verfolger. Genau, und der andere, der gibt ihm vorne Gas und, oder nicht Gas, ist ja eine Elektrobahn, aber also, ja, beschleunigt, kommen ihm durch die Polizeisperre und irgendwann, weil sie sagen, okay, viel, viel weiter kommen wir nicht, kannten sich ja ein bisschen jetzt in Köln aus, weil sie ja schon einige Tage letztendlich da waren. Und die springen dann von der fahrenden Straßenbahn. Und das ist eben auch sehr schön, also spektakulär, hätte ich mir auch nicht besser ausdenken können. Und auf dem gleichen Gleis kommt wohl auch eine voll beladene Straßenbahn entgegen. Das heißt, eine vollkommen leere, immer noch ja, beschleunigende oder irgendwie schnell fahrende Straßenbahn fährt auf eine andere zu. Ein Polizist schafft es eben, sich auf diese Geisterbahn zu hieven und im letzten Moment die Bremsen zu ziehen, dass nicht zu einer Kollision kommt. Das ist auch filmreif, ne? So der knapp verhinderte Frontalzusammenstoß von zwei Straßenbahnen, auch das kennt man nur aus dem Kino eigentlich. Ich habe da nichts zu erfunden, das ist eben alles in den Akten so drin. Also sie durchbrechen mit einer Straßenbahn der Linie 12 eine Polizeisperre und springen dann ab. Sie flüchten dann weiter in einen Park am Rieler Wall. Und es kommt zur nächsten Schießerei. Alle Polizisten werden zusammengezogen, der ganze Park wird umstellt, die Heidgas verstecken sich im Dunkel dieses Parks, aber irgendwann werden sie eben entdeckt. Und das Unschöne ist natürlich, wenn man eben einen Kreis um zwei bewaffnete Leute bildet, die dann irgendwie um sich schießen können, fast jeder Schuss ist ein Treffer. Das heißt, da gibt es eben auch wieder, also glücklicherweise keine Toten, aber durchaus eben sehr starke gesundheitliche Verletzungen. Und irgendwann wird eben einer, der Jüngere, der Heidgas, wird dann eben geschnappt, der irgendwie schon mehrfach auch angeschossen ist und wird festgenommen. Und auch das hätte ich mir wieder nicht getraut, mir auszudenken, die Akten sagen. Und dann nochmal, als er eigentlich schon wieder festgenommen war und auf eine Bank gesetzt worden ist, rafft er sich noch ein letztes Mal auf, zieht wieder eine versteckte Waffe und möchte gerade schießen, als er eben dann von der Polizei erschossen wird. Wird dann noch ins Vinzenz-Hospital gebracht, aber stirbt bald. Heinrich Heidgar ist tot, also der erste der beiden Brüder. Der Bruder Johann flüchtet über eine Mauer in einen Garten. Die Polizei sieht das, das Haus wird umstellt, aber der Bruder bleibt verschwunden. Also man weiß, wo er ist, aber sieht ihn nicht. Wieder absurd. Also das Erste ist, zuerst ist er verschwunden. Man denkt, hoch, das geht ja gar nicht. Man guckt ihm jeden Busch an. Und dann hat er sich flach auf dem Boden gelegt, mitten auf eine Wiese, das sie nicht gesehen haben. Und irgendwann sehen sie ihn dann doch und dann rennt er eben wieder weg. Und das, wie sie richtig gesagt haben, dann schwingt er sich über eine Mauer und denkt, ah, jetzt haben wir ihn. Bei der Oppenheimstraße eben auch. Wir sind immer dran Riel, in diesem Straßendreieck. Hochherrschaftliche Sachen, also Versicherungsgebäude und so weiter, Direkturenvilla. Und dann werden die ganzen Leute werden da rausgeholt, das ganze Gebäude ist umschlossen, es werden Wagen geholt, die eben diesen nächtlichen Häuserblock anstrahlen, alle Zimmer werden erleuchtet, es werden Polizeihunde geholt und sonst was alles und jedes Zimmer für Zimmer wird eben alles abgesucht, über Stunden und die finden den Hans Heidgar nicht. Der ist fort. Das heißt, Zimmer für Zimmer und irgendwie, und die Polizei, der glaubt jetzt ihm auch, zweifelt an ihrer eigenen geistigen Gesundheit wahrscheinlich. Hans Heidgar, der umstellte, wasserdicht, luftdicht umstellte Hans Heidgar, ist schon wieder fort. Wo war er? Er hat sich in so einer Art von Dachrinne versteckt. Das heißt, es ist ja ein herrschaftliches Gebäude, es ist nicht so eine Dachrinne, die so ganz eng ist, wie wir sie heute kennen, sondern es ist eben auch dann natürlich für sehr viel Dach konzipiert und sowas alles. Und da konnte er sich reinlegen und verstecken und die Polizei hat ihn da ganz offensichtlich nicht gesucht und nicht gefunden. Man fragt sich, warum wieder, also weil das der ganze Rest doch wirklich sehr systematisch war. Man wusste doch ziemlich sicher, dass er aus der Umzingelung eigentlich nicht raus konnte und das... Aber trotzdem hat er es geschafft, sich da zu verstecken. Ist dann einige Tage da oben auf dem Dach geblieben. War wohl sehr kalt, aber hatte eine Menge Zigaretten anscheinend bei sich. Aber irgendwann haben ihn dann Hunger und Durst ja, zurück in die Architektur gelockt. Er steigt dann eben ein in die
in das Haus eines Versicherungsdirektors. Ausgezehrt, ne, also auch dann teilweise verletzt, durchnässt. Wir haben ja gerade Oktober. Und er sucht nach Essen und Trinken. Die Hausangestellten finden ihn irgendwann und wissen nicht genau. Und er mit vorgehaltener Pistole verlangt nach Essen und Trinken. Der Chauffeur merkt eben, dass da irgendwas los ist und schießt ein paar Mal in die Luft. Und weil immer noch so viele Polizisten da hin und her patrouillieren, werden die darauf aufmerksam. Wieder wird Polizei geholt und der ganze Gebäudeblock wieder umstellt und ja, alle Menschen aus dem Haus evakuiert. Da waren auch Kinder drin und so weiter, evakuiert. Und dann wird geguckt, wo ist er denn jetzt? Er hat sich wieder zurückgezogen in die oberste Etage, ins Gästezimmer und da verbarrikadiert. Also auch dann wirklich Sachen vor die Tür gestellt und so weiter. Und da fängt er an, Abschiedsbriefe zu schreiben. Da merkt er, okay, jetzt aus der Nummer kommt er wohl nicht mehr raus. Wir haben eben, es ist am frühen Morgen, das heißt, die Sonne ist da. Man kann eben den Rhein da fließen sehen. Und schreibt eben Abschiedsbriefe an seine Mutter, an seinen Stiefvater, an seine Geschwister, auch an seinen Bruder, von dem er ganz offensichtlich nicht gemerkt hat, dass er eben schon längst tot ist, an seine Verlobte. So lange dauert es, bis eben sich die Polizei unten durch die verschiedenen Zimmer durchgearbeitet hat und oben angelangt ist bei der einen Tür, die verschlossen. Diese Briefe sind ja sehr bemerkenswert, finde ich. Sie haben damals auch schon in den Zeitungen für große Aufmerksamkeit gesorgt. Der Kölner Lokalanzeiger schreibt zum Beispiel, obwohl man es mit einem Schwerverbrecher zu tun hat, sei man geneigt, aus diesen Briefen ein Stück Charakter und ein Stück Seele herauszulesen. Der Autor schreibt sogar von einem Notschrei einer gequälten Seele. Viel Pathos, ein bisschen Verständnis, wie auch immer. In jedem Fall schreibt der Mann da Briefe, findet gute Worte für Familienangehörige. Er schreibt sogar einen Liebesbrief an seine Geliebte. Ein Mörder hinterlässt Prosa und Poesie. Das Problem bei diesem Buch für mich war immer, wenn ich gedacht habe, oh, da möchte ich jetzt am liebsten was hinzuerfinden. Immer wenn ich irgendwas hinzuerfunden hätte, hätten mir die Leser die ganzen anderen Sachen, die unglaublichen Sachen nicht mehr geglaubt. Dann hätten die gesagt, ja, das ist bestimmt, da fantasiert er jetzt. Das heißt, da habe ich mir eben wirklich sehr klar versagt, irgendwas hinzuzuerfinden, sondern nur was in Quellen überliefert ist. Das kann ich natürlich auch nicht immer überprüfen, was sie was gesagt haben, aber es ist überliefert worden, dann kann ich ihnen die Geschichte so erzählen, wie ich sie vernommen habe. Und weil er eben aus dem unteren Bereich, ne, der unteren Gesellschaftsschichten entstammt, hat man wenig Material zu den Heidkers. Und deswegen ist es umso stärker, weil man dann eben plötzlich diese Briefe hat und merkt, was er sich für Gedanken macht und sich dann am Ende noch dann irgendwie an seine Mutter wendet und sagt, ja hier, ich habe schlimme Sachen gemacht, aber ich war nie böse. Oder eben dann sagt er hier, ne, an die Staatsanwaltschaft, seid mir nicht zu streng mit dem Lindemann, der wollte eben ein schönes Leben haben und sowas alles und wollte nicht arbeiten, aber eigentlich war ich das schon, also ich habe ihn eigentlich verführt und sowas alles, also wo man doch einen intelligenten, ja, empfindsamen jungen Menschen, der war ja erst in den 20ern eben, Mitte 20, merkt, der wahrscheinlich auch für ihn auf unglaubliche Weise sich in so einer Groschenheftsituation wiederfindet. Das sind eben in der Tat Briefe wieder, die man mit den Taten, die er nun mal gemacht hat und die er noch weitermachen wird, Spoiler Alert, nicht in Einklang zu bringen sind. Es ist bemerkenswert, dass jemand so viel Mitgefühl für nahe Angehörige da entwickeln kann oder für den Komplizen und dafür auch sehr empathische Worte findet, aber gleichzeitig überhaupt gar kein Mitleid mit seinen eigenen Opfern hatte. Ne? Davon steht nämlich nichts in diesem Brief. Davon steht da in der Tat nichts. Also ne, die hat er vielleicht auch nicht gesehen. Also eine sehr selektive Wahrnehmung, kann man sagen. Also wenn man weiter in diesem Bild bleibt, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken, dann ist das auch eine irre, bizarre Szene. Der verbarrikadiert sich in der Villa eines Direktors, das war die Kolonia-Versicherung, der Chef der Kolonia-Versicherung. Und draußen formiert sich die Polizei, schafft Waffen ran und nicht zu knapp. Und er sitzt dann da und schreibt Briefe. Ja. Das ist sehr bemerkenswert in jeder Hinsicht. Vollkommen absurd, genau. So, jetzt das große Finale, spektakulärer letzter Showdown, bei dem dann die Polizei sogar Handgranaten zündet im Haus.
Er schreibt die Abschiedsbriefe, aber er ergibt sich eben nicht. Also er möchte vielleicht auch dann umgebracht werden, weil er vielleicht auch aus Scham, weil er eben den Prozess nicht möchte. Man weiß es eben nicht so richtig und schreibt auch in einem Brief, ja, ich hoffe, es geht schnell im Sinne von, also er möchte eben einen wirklichen Western-Shootout auch haben. Und da ist eben diese Prise Todessehnsucht in den Briefen drin. Das heißt, er macht ihm die Tür nicht auf, er legt sich eben hinters Bett, was er da gefunden hat, hat eben dann eine Waffe bei sich, hat seine Patronen, die er eben da schön, auch wieder wie im Western, schön aufreiht, dass er eben bereit ist, wenn die Polizei kommt. Polizei kommt, kriegt eben erstmal die Tür nicht auf, erstmal so ein bisschen, aber ein Schrank blockiert das alles, kriegen nur einen kleinen Spalt auf, das heißt, die können höchstens hintereinander da reingehen. Und dann sind sie natürlich gefangenes Futter. Irgendwann sagt einem der diensthabende Polizist, ja hier, einer muss jetzt mal kurz da reingehen und gucken, weil immer wenn jemand da reinguckt, dann fängt der Heidke an zu schießen. Und der bekommt dann eben so ein Schild, der soll mal so reingucken, robbt dann da rein, guckt einmal am Schild vorbei und wird sofort von Heidke im Kopf getroffen. So, also noch ein Todesopfer mehr. Irgendwann sagen sie, jetzt reicht's, also er gibt sich nicht. Und dann lassen sie Handgranaten holen. Die sind eben auch fast alle kriegserfahren, gerade in der Polizei. Die sind eben meistens eben, also ne, wenn jemand da unten gekommen ist in der Polizei, natürlich Leute, die eben auch dann Fronterfahrung hatten. Lässt dann Handgranaten kommen, werfen die erste rein, lassen die explodieren, die Scheiben zersplittern, Gardinen werden fortgeweht fast bis zum Rhein. Aber Hans Heidke gibt immer noch nicht auf. Und erst nach der dritten Granate stürmen sie hinein. Also hat sie vorher schon mal gesagt, ne, ich gebe auf. Und dann gucken noch mal rein und dann gibt er gar nicht auf. Dann sehen sie, wie er da wieder mit der gezückten Pistole lauert. Also dann irgendwann haben sie dann die Faxen dicke, rennen rein, erwischen ihn wohl auch mal mit einigen Schüssen und er kommt dann eben auch wieder ins Krankenhaus. Kann noch erzählen, was er die letzten Tage gemacht hat. Deswegen wissen wir zum Beispiel auch, dass er eben in der Regenrinne sich versteckt hat und einige andere Sachen, die in ihm passiert sind. Er stirbt dann auf dem Operationstisch. Das Ende der Gebrüder Heidke. Natürlich beginnt danach eine heftige Debatte über das Verhalten der Polizei. Das haben wir ja am Anfang in den Ausschnitten aus den Zeitungsberichten gehört. Da präsentiert sich zunächst die Polizei als völlig überfordert. Die Lage wird gleich mehrfach falsch eingeschätzt, wofür Polizisten mit dem Leben bezahlen. Und dann am Ende muss ein schwerst bewaffnetes Großaufgebot anrücken, um einen einzigen Verbrecher mit Handgranaten aus seinem Versteck zu bomben. Das war eine ziemlich peinliche Vorstellung der Staatsgewalt. Wir müssen noch über die beiden Komplizen sprechen. Was wird denn aus Karl Lindemann und Willi Hübsche? Auch ihr Buch endet ja nicht mit dem Tod der Heidkes, es bleibt spannend. Kurioserweise schließt sich da eben so eine Art von Gerichtsdrama an, von dem ich auch selbst wieder sehr überrascht war. Es kommt zu einem Prozess, Lindemann ist geständig, also er ist ja festgenommen worden, ist geständig und Willi Hübsche, der eben auch am Überfall der Reichsbank wohl beteiligt war, der leugnet alles. Es kommt ein Prozess und in der Tat, Lindemann wird verurteilt. Er sagt eben nicht, wer seine Komplizen waren. Und in der ersten Instanz wird Willi Hübsche freigesprochen. Und alle reiben sich verblüfft die Augen. Wie kann das denn sein? Was für ein Justizirrtum? Und das Gericht sagt aber, ja, alle Beweise deuten in diese Richtung, aber es ist eben nicht so, dass wir es zweifelsfreie Sachen machen können. Und deswegen, wenn wir es nicht zweifelsfrei entscheiden können, dann haben wir Zweifel und dann verurteilen wir nicht. Was ich ja immer natürlich einen frustrierenden, aber auch einen schönen Aspekt von einem Rechtssystem finde, dass man sagt, okay, wenn es wirklich Zweifel gibt, dann kann man die Menschen eben nicht verurteilen. Lindemann ändert seine Meinung. Er hofft auf eine mildere Strafe, wenn er Willi Hübsche verrät. Es kommt zu einem neuen Prozess und da wird Hübsche dann in zweiter Instanz tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er muss 5 Jahre ins Gefängnis, 1934 ist er wieder frei. In der Zwischenzeit hat sich natürlich die ganze Weltordnung geändert. Er kommt eben rein 1929, 1930, kommt dann frei 1934 und
ist in einem ganz anderen Rechtssystem plötzlich drin. Die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen und auch die Strafverfolgung. Und der Willy Hübsche kommt raus und macht das, was er eben am besten kann, weil bei dem weiß man im Gegensatz zu Heidgas schon, dass er eben auch vorher schon, aber hatte schon einige Vorstrafen auch, kommt eben auch aus einer verbrecherisch aktiven Familie. Vater war eben schon hinter Gittern, der Schwager ist angeklagt worden, weil er Willy Hübsches Mutter umgebracht hat. Also das ist eben auch eine sehr, sehr saftige Familiengeschichte. Er kommt raus, er macht das, was er am besten kann, nimmt sich seinen jüngeren Bruder, bis dahin eigentlich unbescholten war, und fängt an, Wohnungen auszurauben. Und auch da, wenn ihm da jemand in die Quere kommt, nimmt er eben auch die Waffe zur Hilfe. Einmal schießt er glücklicherweise daneben, da bleibt es beim reinen Schrecken, aber schon ein paar Tage später kommt ein jung vermähltes Ehepaar früher nach Hause, merkt, dass da was Komisches ist, der Mann geht da allein rein und Willy Hübsche erschießt ihn. Dummerweise schießt er sich auch ins eigene Bein, der Willy Hübsche. Das macht die Fahndung leichter. Die Polizei kann ihn festnehmen. Er wird wieder vor Gericht angeklagt, zusammen mit seinem Bruder. Aber jetzt hat er es nicht mehr mit der Justiz der Weimarer Republik zu tun, sondern mit der des NS-Regimes. Vor Gericht wird er als gefährlichster, als schlimmster Verbrecher des Ruhrgebiets bezeichnet. Aber die Beweislage, die ist wieder dünn. Und man könnte vielleicht sagen, in anderen Zeiten hätte das erneut zu einem Urteil nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten geführt. Aber hier kommt es anders. Die Machthaber sind sehr daran interessiert, dass der Willy Hübsche verurteilt wird, weil der Mensch, den er bei dem Überfall erschossen hat, der war eben auch Nationalsozialist. Und am Tag, wo dann das Urteil verkündet werden soll, kommt dann plötzlich der Staatsanwalt und sagt, ach, es gibt eine Neuerung. Wir haben ein Geständnis. Der kleine Bruder hat jetzt gestanden, obwohl er vorher eigentlich nie gestanden hatte. Aber plötzlich am vorletzten Tag, als sie eigentlich schon gesagt haben, ob das eben so reicht und er eigentlich gute Chance hatte, freizukommen, da hat er eben im Gefängnis ein Geständnis abgeliefert. Können wir natürlich, also wir haben ja keine anderen Akten als die, die im Nationalsozialismus gemacht worden sind. Das heißt, wir können eben nur die Tatsache hinnehmen. Und darüber hinaus, nachdem er das Geständnis abgelegt hat, hat er Selbstmord begangen. Und auf der Basis dieser Daten bricht dann eben auch der Willy Hübsche zusammen, gibt das eben auch zu und wird dann verurteilt und schließlich hingerichtet. Was wahrscheinlich eben hier so für ihn genommen durchaus ein Urteil war. Also er war ganz sicher ein Verbrecher, die Sachen hat er wohl auch anscheinend gemacht. Aber wo man eben auch merkt, aha, hier zerbröselt ein Rechtssystem. Also das richtet sich hier gegen einen Verbrecher. Aber wo man eben auch schon mal so ein Vorgefühl bekommt, 1934, wie das ist, 1929 ist der Willy Hübsche in der ersten Instanz noch freigesprochen worden und man gedacht, wir können das nicht machen, er könnte ja unschuldig sein. Und 34 ist eben schon so, dass man ein Gerichtsverfahren hat und einen Schuldigen haben muss und auf gar keinen Fall zulassen kann, dass der freikommt. Ja, und nicht nur das, Willy Hübsche wird auf besonders brutale Weise hingerichtet. Ein Henker muss ihn mit einem Handbeil köpfen. Diese Art des Vollzugs der Todesstrafe wurde in der Regel von der Regierung in Berlin direkt angeordnet vorgeschrieben, wenn man ein besonderes Exempel statuieren wollte. Noch ein Nachtrag zum Fall Heidgar. Sie haben sich mal die Mühe gemacht, zu gucken, was aus dem Richter geworden ist, der Willy Hübsche verurteilt hat. Der Richter, der ihm das zu verantworten hat, der das Gerichtsurteil ihm gesprochen hat, der ist eben später dann wiederum sehr bekannt dafür, dass eben auch in den letzten Kriegstagen für minderste Vergehen auch das Todesurteil über viele Leute gesprochen hat. Das heißt wieder, man hat eben dann eventuell den schlimmsten Verbrecher des Ruhrgebiets da im Gerichtssaal gehabt. Ob das der Willy Hübsche war, das wage ich zu bezweifeln. Herzlichen Dank, Anselm Weyer. Dank für diese Zeitreise, diese kleine Zeitreise in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wie die ruchlosen Brüder Heidgar und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen, so heißt das Buch, in dem Anselm Weyer die Verbrechen und die spektakuläre Flucht der Mörder spannend rekonstruiert hat. Außerdem erzählt er ausführlich vom anschließenden Gerichtsverfahren gegen Willy Hübsche. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. Bis zum nächsten Mal hier bei True Crime Köln. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. True.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.